Beispiel Waffenbesitz. Deutschlands Waffengesetze gehören zu den strengsten weltweit. Wer eine Waffe kaufen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein, braucht einen Waffenschein und muss unter anderem strenge Regeln zur Aufbewahrung einhalten. In den USA garantiert die Verfassung seit über 200 Jahren das Recht auf Waffenbesitz. Ein Recht auf Selbstverteidigung. Die einzelnen Bundesstaaten regeln das sehr unterschiedlich. Einige recht locker und ohne Waffenscheinpflicht. So können dort Männer und Frauen ab 18 Jahren zum Beispiel ein Sturmgewehr kaufen, nach einer kurzen Überprüfung der persönlichen Daten. Amokläufe zum Beispiel in Schulen lösen immer wieder kontroverse Diskussionen aus. Junge Menschen in den USA gehen auf die Straße und fordern strengere Gesetze. Beispiel Alkohol. Mit der Alkoholsteuer nimmt der Staat nicht nur Geld ein, er drosselt auch den Alkoholkonsum. Der Steuersatz steigt, je hochprozentiger das jeweilige Getränk ist. Dabei gibt es schon innerhalb Europas große Unterschiede. Für eine Flasche mit 0,7 Liter hochprozentigem zahlen Schweden und Finnen rund 13 Euro Steuern. Bulgaren nur ca. 1,50 Euro. In Deutschland fallen knapp 3,50 Euro Branntweinsteuer an. Die Folgekosten durch Alkoholismus übersteigen übrigens in Deutschland die Einnahmen durch die Alkoholsteuer bei weitem. 3 Milliarden Euro Steuereinnahmen, 40 Milliarden Euro Folgekosten. Umso wichtiger, früh vorbeugen. Das deutsche Jugendschutzgesetz erlaubt den Verkauf und Ausschank von Alkohol erst an junge Menschen ab 16. In den USA gibt's Alkohol erst ab 21. Unabhängig vom Alter ist in islamischen Ländern wie Saudi-Arabien Alkohol weitestgehend verboten. Beispiel Tempolimit. Autoland Deutschland. Kein Tempolimit auf der Autobahn. Das gibt es sonst nur in wenigen Ländern auf der Welt. Zum Beispiel in Nordkorea, Afghanistan, Haiti. Ein Tempolimit auch für deutsche Autobahnen? Immer wieder in der Diskussion. Hauptargumente der Befürworter: Umweltschutz und mehr Verkehrssicherheit. Die Gegner bestreiten, dass es viel bringt. In der Schweiz jedenfalls führen Tempolimits mit strengen Kontrollen und drastischen Strafen zu deutlich weniger Unfällen. Hier gilt 120 auf der Autobahn und 80 auf Haupt- und Nebenstraßen. 21 Stundenkilometer zu schnell kosten umgerechnet schon 234 Euro. Tatsache ist, zu hohes Tempo ist einer der häufigsten Unfallursachen, vor allem für schwere Unfälle.